mich ein Wochenende wie jedes andere. Ich komme gerade vom Flughafen und halte ein Seminar. Das Problem, das ich meistens habe, ist, gutes, qualitativ hochwertiges Essen zu finden. Kochen können wir nicht. Zu diesem Zweck gebe ich halt ein paar Tipps, wie man sich, wenn man viel unterwegs ist, trotzdem gut ernähren kann. Wie ihr seht, habe ich eine Gurke in der Hand. Lebensmittel Nummer 1. Die gibt es auch im Kleinen, aber ansonsten einfach einmal in der Mitte auseinanderbrechen. Und ein bisschen Gurke essen. Dazu empfehle ich Prosciutto. Das ist einer der wenigen Schinken, die wirklich unbehandelt sind. Enthält ein bisschen Salz und ist geräuchert. Auch hier 100 Gramm, idealer Snack. Super. Schmeckt gut, passt super zur Gurke. Dazu, jetzt hatten wir ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Protein, eine kleine Fettmühle. Ich habe da super Nüsse von der Firma Besendorfer, köstlich. Haselnuss, Cashew, Walnuss, nur nebenbei erwähnt, sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, gesunde Nuss. Nummer 4. Entweder ich habe einen Apfel oder eine Banane mit oder Obstmus. Was ich nicht wirklich empfehlen kann, sind diese grausigen Riegel, die sich viele Leute reinschreiben, entweder mit viel Protein oder mit viel Zucker. Das ist beides stark raffinierte Lebensmittel, kann ich nicht empfehlen. Aber Obst oder einfach so ein bisschen ein Obstmus sind ideal, wenn man auf Reisen ist. Probiert es einfach mal aus, schaut, wie ihr euch fühlt. Ist meistens besser als alles andere, was ihr bekommt, wenn ihr viel unterwegs und am Flughafen seid. Viel Spaß damit und wenn ihr noch Fragen habt, ask the coach.